Hiho und willkommen zurück, mein lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Wir sind immer noch in der Mission Erweckung der ewigen Stadt. Sollen uns jetzt um die drei Gegenspieler noch hier kümmern. Dazu müssen wir erstmal noch unsere Armeen fertig aufstocken. Also ja, die Armee mal nach da oben ziehen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Gegner jetzt so aggressiv vorgehen, dass sie die ewige Stadt selber angreifen werden, sondern eher uns im Süden. Oh, nebenbei. Was ist eigentlich mit euch? Greifen wir mal die Schatzinsel an und holen uns dort den Schatz. Dadurch wird zwar Großmeister Grimold ein bisschen motiviert sein, uns anzugreifen. Euer Königreich wird angegriffen. Ja, was sag ich? Oh, der hat viele Kanonen. Deswegen hoffe ich, dass wir die Armee schnell besiegen. Und ich habe vergessen, wir haben noch gar keine Verteidigung. Oh Gott, ey. Das wird schmerzhaft werden. Wisst ihr was? Das, nehmen wir mal ein bisschen am Rädchen. Guter Start in die Aufnahmesession und in diese Folge, oder? Gleich den Safe Game neu laden, weil ich inkompetent bin. Die Inquisition besiegen. Das heißt, dich mal nach da oben bringen. Hier sind wir wenigstens schon richtig befestigt. Hier leider noch nicht. Ich habe auch gerade keine Ahnung, woher ich die Bretter dann kriegen werde, die wir brauchen. Aber erstmal muss ich mich wohl in Geduld üben. Das sieht so aus, als ob das die Bretter wären. Die gehen hier oben wohl lang.
So, 4 Musketiere noch für dich. Ein Musketier und ein Reiter für dich. Für dich nichts mehr und für Siegfried den Spezialisten. Jedenfalls statt Datenträger. So, gucken wir mal kurz. Ich habe ja angefangen, hier Geologen einzuschalten. Ja. Alles gut. So, dir fehlen noch 3 Musketiere, dir fehlen auch noch ein paar Sachen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Vor allem Geld. Drei Fisch gegen ein Gold. Naja, nicht unbedingt sehr produktiv. Auch wenn wir hier ziemlich viel Fisch hätten. Ist das hier produktiver? Befestigung ausgebaut. Das hier vor allem. Oh, unsere Befestigung hier ist endlich ausgebaut. Hä? Oder? Ja. Was fehlt denn eigentlich noch hauptsächlich für Musketiere? Die Kohle ist da. Eigentlich hauptsächlich das Gold, okay. Und ja, wie gesagt, die sollte ich lieber hier rüber angreifen. Weil hier muss ich nur dann durch zwei Dinger durch. Aber jetzt erstmal Armeen aufstellen. Und vor allem hier die Befestigung fertig ausbauen. Oh, die Steine sind ja schon fast da. Muss hier oben dann in der Nähe eigentlich auch eine Baumeisterhütte haben? Kann ich die unter Konstruktion vielleicht sehen? Ja, da hätte ich eine. Da stehen 3 Bauarbeiter in der Gegend rum. Da läuft auch einer. Also ja, ich sehe die Bauarbeiter an sich, nicht die Hütten.
Du solltest jetzt voll sein. Du auch. Oder bist du voll? 4? Nee, dir fehlen noch 2. Ja, Armee nicht voll besetzt. Armee voll besetzt, Armee voll besetzt. So, dann noch die Armee voll packen. Und ja, dann später nehme ich die Inquisitionskathedrale von allen Seiten auseinander. Na, wenn man sich das Inquisitionslager so ansieht, Scheiterhaufen, Käfige, Pranger, Galgen, noch mehr Scheiterhaufen. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Sehr schön. Das heißt, eigentlich können wir es jetzt mal wagen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. So, ein Trupp bitte sich zurückziehen. Ihr habt eine Quest erfüllt. Was kann ich noch sagen? Ihr habt unsere ehrliche Weise geschlagen. Der Schatz ist in euer Liebling. Braucht ihn Weise. Gehen wir gleich zum Gegenschlag über, solange meine Verteidigung noch steht. So, was ist der Schatz? Wow, das ist ein schöner Schatz. So, Angriff abgeblasen, da zieht er sich zurück. Mit den Truppen, die wir haben, sollten wir auch ziemlich gut hier noch durchkommen.